Verzeihung. Ich bin der letzte Gentleman der alten Schule. Von mir hat der Knigge seine ganzen Tricks. Guck, was ein bisschen Sex ausmacht. Ein bisschen ist aber jetzt ein bisschen untertrieben. Sag mal, solange die noch nicht da ist, können wir da noch ein bisschen. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Macht nichts. Wir haben gerade nur... wir hatten neulich Abend... einen Abend zusammen. War gar nicht geplant, ist einfach passiert. Einfach so? Ja, das hat uns wieder so ein bisschen... zusammengeführt. Naja, ja. Noch näher ist physisch eigentlich gar nicht möglich. Entschuldigung. Bei mir ist nur gerade privat ein bisschen schwierig. Oh je, hoffentlich nichts Ernstes. Warten Sie, hier. Nee, doch nicht. Selbst wenn der Partner mit seiner Frau drin sitzt. Und wie hast du das vorgestellt? Hä? Wie, du vögelst in der Gegend rum und ich warte zu Hause, bis du nach Hause kommst, oder was? Geh bitte raus, Markus. Das ist nicht andauernd, was ich zu tun habe. Markus. Sebastian. Sebastian, der Typ fährt einen Scheiß Panda. Ein Scheiß Panda! Der ist quasi schwul und du fickst den! Geh jetzt raus. Alle. Ich sag's nur noch einmal. Alle haben mich vor dir gewarnt. Alle. Alle haben gesagt, lass die Finger von der alten, von der Psychotante, die ist völlig durch. Lass die Finger von der... Ich weiß ja, wer bei dir alles ist. Du warst so ein Fehler. Ich war ein Fehler. Ja. Jetzt drehst du durch, ne? Du Schlappe, ey. Ja, sehr gerne. Ach ja, sehr gerne. Du hast es ja vorgestellt. Wie hast du es dir denn vorgestellt? Wie soll ich denn machen? Aus. Wo soll ich denn hinziehen? Hä? Dann zieh doch zu deiner scheiß Mutter. Das fällt doch raus, oder? Du bist so dumm. Du bist dumm wie ein Ozean. Ja, immerhin, da geht jetzt die Wand. Wow. Waren wir jemals so? Nee, sie ist aber auch der Profi. Bevor wir jemals werden. Nee, vorher. Sind wir viel früher fertig als gedacht? Ja. Und, gehst du noch in die Firma? Lustig. Und du? Ich wollte eigentlich noch zu Hause aufräumen. Okay. Ja, dann. Mhm. Genau. Wir könnten natürlich auch noch einen Kaffee trinken. Ja. Gibt's hier irgendwas in der Nähe? Keine Ahnung. Nee, dann Kaffee beim nächsten Mal. Auf jeden. Okay. Tschüss. Tschüss. Oder wir gehen zu mir, da warst du noch gar nicht. Das ist nicht allzu weit weg. Genau, genau, super. Tata, meine aktuelle Herberge. Oh, nett. Echt? Ich dachte, du wohnst auf Obstkisten. Weil du mich unterschätzt. Nein, weil ich dich kenne. Gibt's auch was zu essen? Ja, klar. Kein Problem. Oder wir bestellen was. Zeig. Nee, da sind die ganzen abgesägten Frauenköpfe dran. Dann machen wir eine Suppe drauf. Zeig jetzt mal. Du wolltest doch Kaffee. Ah ja, Kaffee wollte ich auch. Wir sind aber nicht mehr in dem Alter, wo Kaffee rummachen heißt, sondern wo Kaffee Kaffee heißt. Aber danach rummachen. Danach rummachen. Okay. Ach, schade, leer. Was soll denn das? Warum meldest du dich nicht bei mir? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hm? Hi. Hi, was? Hi. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Er wollte wissen, warum sie sich nicht bei ihm melden. Wer ist die denn? Keine Ahnung. Was soll denn das? Gehst du mir aus dem Weg? Habe ich irgendwas gemacht? Wir Mädchen sind manchmal sprunghaft. Da musst du dich dran gewöhnen. Ich rede hier gerade mit meiner Freundin, okay? Vielleicht hat sie einen neuen. Hast du das Bild von Adrian nicht gesehen? Adrian? Was hat denn jetzt der Spacken damit zu tun? Er sagt, er hat es direkt von deiner Mutter. Uah. Der schmeckt gar nicht wie Fenchel, eher wie Füße. Bestimmt gesund. Hast du die aus der Firma? Das ist doch die Tasse von Frau Ulrich. Ja, ich bin auch nicht dazu gekommen, mir eigene Sachen zu kaufen. Das ist ja alles noch so ein bisschen improvisiert. So hat es mit uns angefangen. Hm. Weißt du noch? Als meine Eltern uns dieses wahnsinnig teure Service schenken wollten und du es aber partout nicht haben wolltest. Ich wollte nicht, dass unser Leben komplett von deinen Eltern gekauft wird. Und dann bist du jeden Tag in die Mensa und hast was anderes geklaut. Tassen, Besteck, alles. War gar nicht so einfach, diesen großen Pizzateller unter deinem Pulli zu kriegen. Ich finde, das war eine schöne Zeit damals. So war es auch. Ich hab dem Werner auch gesagt, wenn ich so eine Alter hätte wie du, dann wäre ich auch schwul geworden. Ja, aber einladen müssen wir den Werner trotzdem. Ja. Das ist dein Trauzeuge. Warte mal. Ach.
Wir wussten gar nicht, dass du hier bist. Mama, ich hatte dir meinen Schlüssel für Notfälle gegeben. Ja, wir wussten nicht, dass du da bist, hat Mutti gerade gesagt. Hallo, Renate. Hallo, Günther. Wir trinken Tee. Man riecht's richtig, die Füße hier. Gestern haben wir dein altes Zimmer ausgeräumt. Jetzt, wo du hier wohnst, da wirst du ja nicht mehr bei uns wohnen wollen. Ich wohne da eh nicht mehr bei euch. Dass das mit ihr nichts wird, das war ja schon lange klar. Ich will das da im Zimmer, will ich einen Partykeller machen. Also nicht unten im Keller, sondern oben in der Wohnung. Also so ein Wohnungspartykeller. Ja, wir haben doch Hochzeitstag am Freitag. Und da wollen wir wieder feiern, aber lieber zu Hause. Es gibt Grünkohl. Kommst du auch? Wenn du alleine kommst, lade ich die Monika ein. Du, die wird sich freuen. Hm? Du geh doch mal die Kiste holen. Also ich gehe jetzt die letzte Kiste holen, die große. Ist das hier nicht das Büro von Erik? War's mal. Aber der ist ja nicht mehr hier. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Und das da, war das immer schon da? Nein, das ist neu. Das ist meine Form der Brustvergrößerung. Ach, das sind Ihre da? Hat eine Freundin von mir gemalt. Boah. Wird mal Zeit, den Laden künstlerisch ein bisschen zu pimpen. Ich kenne eine Menge Künstler. Hier ist auch ein Freund von mir. Tran Van Phung, Vietnamese. Mal gehört? Nee. In ein, zwei Jahren nicht mehr zu bezahlen. Ich will das in der ganzen Firma etablieren. Aha. Ist das hier nicht das Büro von Erik? War's mal. Aber der ist ja nicht mehr hier. Ja, weiß ich. Haben deine Eltern jemals irgendwas weggeschmissen? Mhm. Nur wenn's wichtig war. Meine Diplomarbeit zum Beispiel, mit der wollte mein Vater mal einen Grill anzünden. Du hast aber auch dein Päckchen zu tragen, oder? Tröste mich. Ja. Papa! Boah, ich hasse Mama, die ist so scheiße! Hallo, Großer. Was habe ich diesmal verbrochen? Junge, nicht solche Töne bei deiner Mutter. Was ist denn los? Hast du dem Hoffmann erzählt, dass ich das mit dem Bett vor ein paar Jahren? Kollege, ganze Sätze. Keiner versteht irgendwas. Ja, da haben wir einmal ganz kurz drüber gesprochen. Ja, geil! Super, danke, Mama. Jetzt wissen es alle. Was? Wieso? Der hat's weiter erzählt, an Adrian. Wer ist Hoffmann? Wer ist Adrian? Und der Penner hat's gepostet. Und jetzt wissen es alle aus der Klasse. Und Almina auch. Scheiße. Oh, Leon, das tut mir... Komm mal her, das... Ach, Hoffmann, dein Elternsprecherstecher. Oder was hat er weitererzählt? Leon? Ach komm, kann nicht so schlimm sein. Sascha, hier ist Anne. Sag mal, hast du deinem Sohn die Bettnässer-Geschichte von Leon erzählt? Bist du bescheuert? Rufst du mich bitte sofort an, wenn du das abhörst? Kommst du bitte vorbei? Und das hat er in der Schule weitererzählt? Das ist natürlich scheiße. Ah! Ja, das sind Ihre. Ihre was? Nein, hier. Den kennt sie auch. Aus Vietnam. Och, das ist aber ganz schön gemacht, finde ich. Wie schön gemacht? Ja, wie der sich so anfühlt. Schön. Mensch, Maria, die will uns pimpen. Was? Die will den ganzen Laden damit vollstellen. Schon mein Gott. Ja, eben, mein Gott. Meinst du, das war ein Fehler? Was? Ja, das mit Erik und der Neuen. Dass Anne jetzt mehr hier ist. Mein ganzes Leben lang habe ich diesen Laden aufgebaut. Und was bleibt am Ende? Ein Pimmel. Och, red doch nicht so. Ein Pimmel bleibt am Ende. Matsch im Kopf und ein Pimmel im Büro, ne? Och, Ludwig, das wird schon wieder. Guck mal, wir haben das zusammen angefangen, wir machen das auch zusammen weiter. Ich war gerade überhaupt gar nicht in der Gegend, aber ich dachte, ich komme vorbei, jetzt, wo du nicht mehr im Laden bist. Danke, ich komme gern rein. Ich find's gut, dass ihr so schnell vorbeigekommen seid. Ja, ich dachte, es ist vielleicht am besten. Und Adrian tut die Sache wirklich sehr leid. Nee. Dir ist schon klar, dass das für Leon nicht so toll ist. Verstehst du schon? Weil er halt eine Pussy ist. Hey. Ja, komm, du reißt dich jetzt am Riemen, mein Freund, ja? Fändst du wahrscheinlich auch blöd, wenn Leon überall herum erzählen würde, dass du bis vor 4 Jahren noch gestottert hast? Ja, hat er ja nicht. Alter, das hat dich ernsthaft noch bis vor 4 Jahren ins Bett gemacht.
Eine hypothetische Zahl ist das. Ja, wie auch immer. Hör mal zu. Dass Adrian das gepostet hat, ja? Das war wirklich nicht cool. Aber nee, nicht cool, das war scheiße. Und nicht so. Ey, das war kein Gag, das war Mobbing. Ja gut, meinetwegen war es auch scheiße. Ja. Aber Mobbing? Entschuldige bitte, aber wir müssen da jetzt nicht eine größere Sache draus machen, als sie eigentlich schon ist. Ich sag ja Pussy. Jetzt pass mal auf, mein Gott, nein, hier in meinem Haus. So nicht. So lass ihn los! Lustig. Ist das die von Frau Ulrich? Hast du etwa geklaut? Geliehen. Ist ja alles noch so ein bisschen improvisiert hier. Ja, ich verstehe schon. Fehlt einfach der weibliche Touch in der Wohnung. Und bei dir? Ja, das kann man ja ändern. Willst du was trinken? Nee. Sag mal. Ist ja ziemlich zügig aus dem Ruder gelaufen. Kann ich nicht glauben, dass ich dich mal geküsst habe. Du, wir müssen jetzt hier aber nicht alles vermischen, ne? Doch, finde ich schon. Weißt du, seitdem du nicht mehr da bist, haben wir in der Firma für meinen Geschmack ein bisschen zu viel weiblichen Touch. Meinst du die Lobenstein? Ja, die ist ja nicht weiblich, die ist dämlich. Also, wenn du für deinen nächsten Job eine talentierte Marketingfrau suchst, moi. Nächster Job ist gut. Wieso? Ja, hier gibt's jetzt nicht gerade 3 Dutzend Firmen, die nur auf mich warten. Nee. Ich bin gut in dem, was ich mache. Und das, was ich mache, macht nur unsere Firma. Und das, was die anderen machen, das kann ich nur so mittel. Und für mittel bin ich zu alt. Und das heißt was? Dass ich jetzt ganz kleine Brötchen backen muss. Und kleine Brötchen brauchen eher kein Marketing? Nee. Nee. Okay, dann ist das ja also kein Übergang. Nee. Nee. Nee, wenn nicht noch irgendein Wunder passiert, dann ist das hier Zukunft. Deine Frau Lobenstein hat in die Firma in ein Penismuseum verwandelt. Hast du getrunken, Mama? Ja. Ja, hab ich. Ich muss mir etwas Mut antrinken. Wird ja wohl noch erlaubt sein. Frau Lobenstein, haben Sie mal einen Moment? Im Augenblick eher schlecht. Anna, meine Tochter und ich und mein Mann finden das nicht gut. Was genau? Würdest du mich bitte rauslassen, Mama? Ich kann verstehen, dass das gewöhnungsbedürftig ist, wenn man emanzipatorisch in den 50ern hängen geblieben ist. Hey! Ja, irgendjemand muss es dir doch mal sagen. Nicht jetzt. Ich dachte, du wolltest da rausgelassen werden. Ich bin gerade auf deiner Seite, Mama. Aha. Also, wenn das hier moderne Emanzipation ist, ja, dann bin ich gerne in den 50ern hängen geblieben. Was ist das? Der Ersatz für die Planungsabteilung. Deren Büro sitzt in Pakistan. Wenn wir die Planung dorthin outsourcen, sparen wir hier 5 Leute und sind gleichzeitig internationaler aufgestellt. 5 Leute? Ich muss jetzt wirklich telefonieren. Solange Sie in den Räumen meiner Firma mit einem Telefon telefonieren, was dieser Firma gehört, werden Sie schon warten müssen, bis ich fertig bin. Kommst du, Anne? Ich muss mal telefonieren. Aber der Erik hat hier echt besser reingepasst. Selbst du würdest hier besser reinpassen als sie. Ich arbeite hier, Papa. Ach du, immer Späßchen, ne? Eine schlimme Person ist das, eine ganz schlimme Person. Nein, die ist schon ganz in Ordnung. Der muss bloß mal einer klar machen, dass das hier der deutsche Mittelstand ist und nicht irgendein Start-up-Quatsch in Berlin. Ja, und ich kann das nicht mehr. Wir könnten ja im Internet inserieren, dass wir noch jemanden suchen für die Position. Maria. Ja, ich könnte mich ja vielleicht auch wieder mit dem Erik versöhnen. Ach. Ist ja nicht nur schwer, einen Ersatz für die Firma zu finden. Also, was da draußen an privaten Männern rumläuft, das sind jetzt auch nicht alles nur Hauptgewinne. Und bei Erik kenne ich alle Fehler schon. Aber ich möchte nicht, dass du dich privat für die Firma opferst, ja? Das habe ich ja schon gemacht und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ich habe den Erik immer gemocht. Und du doch auch. Ja, er hat wenigstens immer nur seinen eigenen Penis mit ins Büro gebracht. Das war schon ein großer Vorteil. Kaufst
du eigentlich nie ein? Hör mal, wenn die anderen dich scheiße finden, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du findest, die haben recht und du findest dich selber scheiße, oder du bist der Meinung, die haben keine Ahnung. Ist das Grüne hier Schimmel oder Kiwi? Den kannst du ruhig essen. Hast du mir zugehört? Und was deine Amina anbelangt, wenn du eine Frau gut findest, dann musst du um die kämpfen. Glaubst du, ich lass deine Mutter einfach so abhauen? Nee. Die wird sich noch umgucken. Ach so, der ist oben, der andere ist noch gut. Hast du mir zugehört? Mach mal so. Morgen. Morgen. Frau Merz. Noch nicht. Okay, schönen Tag noch. Tschüss. Hast du dich gerade angesprochen gefühlt bei Frau Merz? Nee, keine Sorge. Das sind Mensa-Tassen und Kaffee. Lange Geschichte. Ja, jetzt, wo der Erik ohne dich wieder kleine Brötchen backen muss, da schickt er dann ganz große Herzen. Kann es sein, dass du überhaupt nicht weißt, worum es geht? Ich glaube, du hast gar keine Ahnung, worum es geht. Weißt du, der Erik und ich, wir kommen aus ähnlichen Verhältnissen. Wenn du daher kommst, dann bist du in erster Linie einfach nur weg. Und du hast dein Ticket, um da rauszukommen. Oh, hat sich da jemand eine Abfuhr geholt? Der Erik hat sich in erster Linie in die Firma verliebt und dann erst in zweiter Linie in dich. Und jetzt will er auch in erster Linie die Firma wieder haben. Hallo. Hi. Was machst du denn hier? Ich wollte nur schnell das hier dem Kurzen bringen. Das ist so eine Software zur Bildbearbeitung. Für Adrian. Ist nicht so wichtig. Hast gesehen, die Hella hat unseren Termin für morgen abgesagt. Mhm. Aber wir können ja auch hier... Sag jetzt nicht rummachen, bitte. Reden. Gut. Irgendwie habe ich meine ganze Energie in die Firma gesteckt. Weil ich mir dachte, du bist ja eh da. Ein New Yorker geht auch nicht jeden Tag zur Freiheitsstatue, der sagt sich, kenne ich doch. Ich habe irgendwann aufgehört, um uns zu kämpfen. Das ist wie beim Boxen, wenn nur einer kämpft, ist halt blöd. Und du hast gar nicht mitgemacht. Aber als Sandsack war ich dir gut genug. Keine Sorge, der kann auch zurückschlagen. Damals waren wir jung und hatten von nichts eine Ahnung. Hm. Wir dachten, das Leben ist einfach. Ist es gar nicht. Nee, ist sogar so, dass man es alleine gar nicht hinkriegt. Sag ich ja. Was? Ich hätte schwören können, dass wir wieder unterbrochen werden. Nee. Apropos alleine nicht hinkriegen, kommst du morgen mit zu meinen Eltern? Wenn du noch einmal die Romantik kaputt machst, dann lass ich mich schauen. Hast du gerade mal eine Minute? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Klingt wahrscheinlich ein bisschen wirr, aber Erik und ich, wir überlegen tatsächlich... Große Wiedervereinigung, oder was? Nee, kleine erstmal. Dein Ernst? Okay. Ich denke darüber nach, was das bedeutet. Das. Manchmal ist das Leben so, dass man das alleine so gar nicht hinkriegt. Das schafft man aber auch zu zweit, nur mit Alkohol. Was ist das denn? Ich dachte, das ist gegessen. Da verwechselst du mich mit deinem Grünkohl, der ist gegessen. Aber der war gut. Mama, jetzt sei mal ein bisschen nett, ja? Die Anne und ich, wir probieren's noch mal. Hättet ihr ja nicht zu dieser Psychotante rennen müssen, sonst hättet ihr hier viel Billiger gehabt. Oder glaubst du, wir sind seit 40 Jahren glücklich? Dreimal die Woche, denke ich, könnte sie... Also ich mache x-mal Pläne, wie ich den umbringe, aber ohne, dass ich in den Knast komme. Ja, wer das noch nicht gedacht hat, der war noch nicht verheiratet. Ehe ist ein Scheiß. Totaler Scheiß. Aber allein sein ist richtig scheiße.
kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es wäre, wenn du nicht da wärst. Lass dir nicht einfallen, vor mir zu sterben, du. Ich versuch's. Ja. Du alte Grünkohltrappe. Du süßer alter Fettsacker. Doch, zum Geburtstag Gutschein mit Haar. Über dreimal abwaschen und abtrocknen. Wie süß. Wie alt warst du da? Weiß ich nicht. 22, 23. Die haben echt überhaupt nichts weggeschmissen. Nee. Ich bin so froh, dass wir noch mal die Kurve gekriegt haben. Nicht erst. Software dafür hast du echt von deinem Vater bekommen? Ach, Adrian, der Spacken, ey. Befind dich nicht weg, lass dich nicht ansprechen. Ich bin sofort wieder da. Erik, alter Erbschleicher. Irre, dass du jetzt doch noch eine Firma heiratest. Und stimmt das? Dieses Mal sieht die Alte noch nicht mal total scheiße aus. Ich weiß, da bist du schmerzfrei, aber Gabi ging echt nicht. Ich bin gespannt, wie diese Anne so ist. Auf jeden Fall gratuliere ich dir. Du hast es geschafft. Eigene Firma, das, was du immer wolltest. Ich hoffe, du vergisst deine alten Freunde nicht. Viele Grüße, Nils.